Ein Paket ist angekommen! Yes! So sieht's aus. Und zwar, was für ein Paket? Ihr könnt sehen, die meisten von euch haben den Namen schon mal gehört. Army Tricks. Und was hier drin ist, könnt ihr euch auch denken. Ganz genau, meine neue Abgasanlage für den McLaren 570S. Genau, so. Und ich habe gedacht, wir machen so ein Unpacking, Unboxing-Video für euch. Das heißt, ihr könnt so ein bisschen mit dabei sein, wie das ist, wenn man so eine Abgasanlage kriegt und man die das erste Mal aufmacht. Wir können sehen, es war noch keiner dran. Ich habe extra gewartet, die liegt hier schon seit 3 Tagen, aber ich war zu viel unterwegs. Und jetzt machen wir ein Video für euch, Unboxing. Guckt uns das an und ja, schauen wir mal, wie die aussieht. Danach vergleichen wir später mit der Originalen. Aber jetzt machen wir erstmal auf. So, Messe. So. Zack. Ich habe ja gesagt, an dem Sound müssen wir was ändern, obwohl das schon die Sportauspuffanlage ist, die ich bei meinem drunter habe. Aber trotz alledem geht da noch mehr. Boah. Ach, die ist geklammert, guck mal. Ja. Boah. Ah. So. Kennt ihr die? Die gibt es auch mit Schinkengeschmack. Geil. Ja, es ist wichtig, dass die nicht kaputt geht, die Abgasanlage nicht verkratzt wird, die Abgasanlage. Ne? So. Das ist wie Weihnachten. So, gucken wir erstmal. Fangen wir erstmal damit an. Was haben wir denn hier? Was haben wir hier? So. Hier kann höchstens ein Endrohr drin sein. Wobei, ach übrigens, Endrohre, weiß ich jetzt gar nicht, ob welche mit dabei sind, denn ich wollte euch fragen, ob wir, ah ne, ja, wir haben Schlauch bestellt. Das ist ein Schlauch, ein geiler Schlauch. Okay, gut, das wird wahrscheinlich für die Klappensteuerung sein. Das legen wir zur Seite. Ah, nice. Ha. Da wird die Fernbedienung drin sein, das weiß ich schon. Oh, geil, Alter. Geil, also das heißt, das hier kommt in den OBD2-Port rein und hier sind die Fernbedienungen. Auf zu, das erinnert mich so ein bisschen an Predator. Kennt ihr den Predator-Film mit Arnold Schwarzenegger? Das erinnert mich so ein bisschen an Predator. Super geil. Hier unten drunter wird wahrscheinlich die ganze, da ist noch jede Menge Verkabelungsgedöns drin. So, so kriegen wir das erstmal. Finde ich schon geil verpackt. Und dann hier. Ah, okay, hier geht's weiter. Ja, genau. Hier ist die ganze Verkabelungsgeschichte drin. Ne? Was wir dazu brauchen. Solenoid für die Klappensteuerung. So, das lassen wir mal hier. Automotive Weaponized. Warum? Wenn ihr eine Armatrix-Anlage fahrt, dann wird die Karre zur Waffe. Alter Vater. Oh, ich weiß, was das ist. Ich weiß, was das ist. Wo ist das Messer? Wo ist das Messer? Wo ist das Messer? Hä? Bang? Vielleicht. Kein Messer. Ich weiß nicht, wo das ist. Ja. Ja. Mit dabei sind denn... Ich wollte euch fragen, ob wir... Nice! Kein Messer. Ich weiß nicht, wo es ist. Packen wir es so aus. So. Das ist nämlich das Wichtigste. Oh, Baby. Oh, geil. Das ist fast das Wichtigste überhaupt. Das ist meine neue Downpipe. Und zwar Keramik beschichtet. Warum Keramik beschichtet? Wegen der Hitzeentwicklung. Ja? Das heißt, so, wenn es Keramik beschichtet ist. Hallo. Wenn es Keramik beschichtet ist, weniger Hitzeentwicklung. Das ist auch geil gemacht. Ich muss sagen, können wir uns mal angucken. Ne? Das ist also meine Downpipe. Ganz wichtig ist natürlich ein Flexrohr. Ne? Flexrohre sind bei Downpipes sehr, sehr wichtig. Das legen wir mal hier hin.
mega Bombe, richtig geil. So. Ah. Also ich muss sagen, es ist schon mal sehr geil verpackt. Ach du Vater. Ach hier, noch eine Downpipe. Ich finde das geil. Das ist wie bei Wünsch dir was. Oh. So. Das ist die andere Downpipe. Okay. So. Andere Seite. Rechte Seite wird das sein. So, das legen wir erstmal hier. Ich weiß nicht genau, wie, machen wir es so. Und das hier. Das ist der Endschalldämpfer. So. Ach krass. Okidoki, ja, sehr geil. McLaren 570S. So, sehr, sehr geil, weil hier kann man sehen, hier ist die Klappensteuerung. Das heißt, Klappe geschlossen, geht das durch den Endschalldämpfer hier durch. Klappe offen, seht ihr, was passiert, ne? Das gibt in Verbindung mit meiner Deaktivierung der Schubabschaltung, die ich programmieren werde, wird das nicht nur ein, das wird ein Feuerwerk geben auf jeden Fall. Geil. Richtig geil. So, das ist der Endschalldämpfer. Ach, schön. Geil. So, jetzt haben wir noch einen riesengroßen Karton. Aber was ist da noch drin? Ist da überhaupt noch was drin? Ich glaube nicht. Also, gut, dann haben die nämlich, es gibt so Carbon-Endrohre dazu, so runde. Aber ich wollte die Endrohre Serie lassen, das heißt, da haben sie sie nicht reingelegt. Ist aber nicht so schlimm, weil ich die eh nicht benutzt hätte. So, mir geht's erstmal gut. Bang, ist das ein separates Video eigentlich, oder? Machen wir da noch, ist das ein komplett separates Unboxing, ja, ne? Ja, dann. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Kurzes, knappes Video. Mein McLaren steht auf der Bühne, wird gerade demontiert. Und es gibt natürlich Folgendes für euch. Und zwar werden wir natürlich Soundcheck machen, Serie, Soundcheck mit Armitrix, Leistungsmessung Serie, Leistungsmessung mit Armitrix. Ja, also ich werde also von der Software her nichts machen, erstmal nur für die Abgasanlage. Und dann gucken wir mal, wie viel Leistung die Abgasanlage bringen wird komplett. Und ich würde sagen, das war's von mir. Unboxing-Video habt ihr jetzt am Start. Das war's von mir. Subscribe, like und teilen. Und bis zum nächsten Mal. Krass, das ist mein Diffusor.